Willkommen zu Risen. Ich bin Pfeik und keiner interessiert sich dafür, dass ich mein Schwert gezogen habe. Heute reden wir endlich mit Sonja. Lang ist es her. Dem hast du es aber gezeigt, Schätzchen. Wurde auch Zeit, dass Eriksen endlich mal Schläge kassiert. Krieg ich Geld? Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt. Es gibt bestimmt nur ein einziges. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht. Verstehst du? Ah, okay. Verkaufst du auch Informationen? Wenn das Gold stimmt, bekommst du alles von mir. Du gibst mir 10 Goldmünzen und stellst deine Frage. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich es tun. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede? Dann behalte ich das Gold. Ja. Das ist ja riesig. Kein Spaß ohne Risiko, Schätzchen. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Okay, erzähl mal was über die Banditen des Don. Was wollen die Weißen der Stadt? Mit dem kann ich hier was lernen. Der Säufer Eriksen hat sich aus dem Staub gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich dachte schon, ich müsste den Kerl ewig ertragen. Hier, dafür kriegst du von mir auch eine Belohnung, Schätzchen. 50 Gold, da kann ich für 5 fragen. Kann ich einmal kostenlos hier. Cool, ich kann auch eine Nacht nehmen. Ja, ich würde sagen, nehmen wir erstmal selber eine Nacht, wa? Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Olga ist gerade frei. Sie Was? Ist drüben und wartet auf dich. Ich wollte nicht. Aber benimm dich, verstanden? Ich will keine Klagen hören. Ich wollte nicht zu Olga. Das ist ja wohl die Höhe. Ich wollte hier zu ihr. Wieso? Was machst du? Nein! Stopp das! Oh Gott. Mir geht's gut. Und dir? Ich muss mit Olga. Alter, wo bin ich hier gelandet? Halskette. Ne, die wollte eine Perlenhalskette haben, ne? Olga! Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Das ist fein, Liebster. 100 Erfahrung! Dann lass uns gleich zur Sache kommen. Ich verspreche dir, diese Nacht wirst du nicht vergessen. Ja, das ist wunderschön. 100 Erfahrung. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Danke. Merkwürdig, dass du mir vorher nie aufgefallen bist. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. Tja, und so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht lange bleiben. Richtig. Oder? Ich habe noch einiges zu erledigen. Schade. Nun, dann musst du tun, was du tun musst. Aber ich lass dich nicht gehen, ohne dir noch etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn du mal jemanden verärgert hast und er will deswegen nicht mehr mit dir reden, kannst du ihn mit dieser Zauberspruchrolle hier wieder besänftigen. Dieser Zauber ist ein sehr mächtiges Mittel. Nice. Er kann so einiges wieder gerade biegen, wenn du mal etwas ausgefressen hast. Benutze ihn weise. Danke, ich gebe mir Mühe. So, ich muss nun gehen. Pass auf dich auf. Hat sich das sogar gelohnt, ey. Hat sich sogar gelohnt. Alles klärchen. Dann brauche ich jetzt nochmal eine für den Penner hier. Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen irgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit dir selbst aus. Alles klar. Annika. Ja, okay, das ist die Frau da. Ja. Danke. Fragen wir noch irgendwas? Das weiß ich zum Teil ja alles. Ja, lass mal. Wenn ich Informationen brauche, weiß ich ja, wohin ich gehen kann. Kerzenleuchter, kann ich den mitnehmen? Ich trau mich nicht. Ich lasse es. Ist kein Bock jetzt auf Laden und Ärger. So. Lilly. Es gibt gerade nichts Neues. Aber ich musste mit Olga. Ey, ich hatte keine. Ich dachte, ich kann mich entscheiden. Ach, pissen. So, egal. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Annika. Ich hab voll wenig Gold, ey. Scheiße. Alles ausgegeben hier für Schwertkampf. Alles ausgegeben. Ich brauche wieder Gold.
Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir oder zu dir? Zu dir oder zu dir? Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. So, so. Er schickt wohl dich, weil er selbst zu feige ist, was? Schon gut. Wo ist dieser Dick? Er hält Wache bei der Zelle am Hafenkai. Ach ja, den Kerl meinst du. In Ordnung, bin unterwegs. Ich folge dir unauffällig. Mach hinne, komm. Oh, es dauert zu lange. Die Stadtwache da hinten lässt mich nicht... Das ist ja gut. Okay. Soll ich jetzt das Gold von Romanov finden, oder was? Moment mal. Wenn ich mich recht erinnere, wolltest du das Gold beschaffen. Ich hatte dich nicht darum gebeten. Okay. Wie du das anstellst, ist mir egal. Ja. Ist ja entzückend. Das war ja auch eine Quest, genau. Oh, gut. Ich habe ja einen Weg gefunden. Mann, geht das nicht ein bisschen schneller, Mann? Der Part geht nur eine halbe Stunde. Ich habe zwar noch ordentlich Zeit heute. Ich habe ja nicht viel gemacht. Ich müsste vielleicht mal wieder ein bisschen schlafen gehen, ne? Ich bin fast tot. Wenn der Piratenkapitän jetzt austickt und mich totschlagen will, dann bin ich am Arsch. Bin ich richtig am Arsch. Hallo? Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem Beschiss. Endlich mal ein bisschen Action hier. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Okay. Da treiben sie es hinter dem Gefängnis, ey. Hinter dem Gefängnis. Sie tanzt. Yeah, yeah, woo. Yeah, woo, yeah. Okay, gib dir Zellenschlüssel. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Yeah, woo, yeah. Ist was? Nee. Ich gehe jetzt erstmal hier mit dem Captain reden. Hallo, Captain. Ach, das ist ja gut, Heilung. Machen wir hier ein Bett. Ah, komm. Ha, wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Hallo, Captain. Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai. Mirador. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ja, klar soweit. Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Mhm. Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Sagen sie. Ha! Sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroatien befreit. Was ist das denn? Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. Ja. So. Und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Ja, gut. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Ja, genau, die. Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Ja, genau, der. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm noch mal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Hm, interessant. Und ich dachte, das wären Freunde, ey. Na gut. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Naja, gut. Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel.
Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Ach, Vasili. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Vasili ist auch? Oh ne, dann nimmt er mir den weg. Stahlbart hat eine Baracke hier in der Stadt. Verdammt, woher weißt du das? Vasili hat es mir erzählt. Warum geht er nicht gleich zu Patty damit? Er soll Patty bewachen und die Schnauze halten, verdammt nochmal. Es ist zum Aus der Haut fahren. Ach, das ist gut zu wissen. Wozu lässt du Patty bewachen? Du scheinst ja sowieso schon fast alles zu wissen. Also, hör gut zu. Gregorius Stahlbart, dieser elende Hundesohn, ärgert mich schon seit vielen Jahren. Immer wieder lieferten wir uns erbitterte Kämpfe, so wie auch letzten Winter vor den Riffen von Argorosch. Auf den Planken seines eigenen Schiffes hatte ich ihn schon fast am Boden. Doch dieser feige Mistkerl entkam abermals. Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat er mir auch noch meine wohlverdiente Beute gestohlen und die Hälfte meiner Männer getötet. Cool. Seitdem ist Stahlbart wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte sagen, Patty und ich haben dasselbe Ziel, dasselbe Schicksal. Wenn ich Patty auf der Suche nach ihrem Vater folge, werde ich am Ende die Erfüllung meiner Rache finden. Du hast doch schön. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Pah, aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Okay. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Wieso hat er überhaupt im Gefängnis ein Schwert? Kann ich die Tür wieder zumachen? Kann ich doch eh nicht wieder zumachen. Was ist das denn? Bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich erstmal die Baracke öffnen. Und gucken, was da drin ist. Ich sag doch nicht, dass ich einen Schlüssel habe. Dann nimmt er mir den weg. Dann kann ich nicht in die Baracke. Gut. Auf dem Weg zur Baracke. Der hat ja gesagt gehabt, in der Nähe von dem Händler. Und ich glaube, ich weiß auch, wo da eine Tür war. Und zwar hier, denke ich. Tatsache. Bett, Herd, ein Fell, das brauchen wir auch noch. Rum, Dietrich, Zähne, Pokal, altes Schriftstück. Altes Schriftstück. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gen Nord, Nordost zu Ost, das alte Grab wird es wissen. Scheiße. Gen Nord, Nordost zu Ost. Das alte, weiß ich doch nicht, Mann. Ich hasse sowas. Ich habe jetzt schon 4 Wildschwein und 4 Wolfs. Also ich habe fast alles, was ich brauche. Was willst du hier? Kurz gucken, ob du hier ein Fell hast. War anscheinend nicht.
Ja gut, die Barke habe ich ausgeraubt. Dann gehe ich halt wieder... Ach so, warte. Ich habe noch eine Idee. Ich mach das mal schnell. Ich kaufe einfach wieder ein Fell hier ab. Das sind zwar 45 Gold, aber ich habe ja hier einen Pokal. Ich finde bestimmt noch irgendwo ein Fell, aber... Ist mir egal, ich will einfach schnell die Quest abschließen. Weil ich hasse es einfach, mir irgendwas merken zu müssen. Und dann mache ich das einfach und... Wahrscheinlich kriege ich da auch wieder ein bisschen Gold raus. Dann gehen wir wieder zu dem Piraten-Captain. Und sagen, dass er ja rausgehen kann. Und dann mal gucken. So, deine Fälle. Mal sehen. Was ist? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Eine Lieferung Fleisch erhalten. Oh, jetzt gehen wir wieder zu dem Bob Marley. Wie ist der? Flavio, genau. Bring da dann die Ration Fleisch hin. Kassieren wahrscheinlich wieder ein bisschen Erfahrung. Und... Ja. Ich hab das Fleisch. Gut, dann bringe es zu Meister... Okay. Weltschwur. Ich bringe dir Fleisch. So? Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Ja. 200 Erfahrung. Ich kann immer noch nicht raussehen, wie viel Erfahrung ich brauche, um ein Level abzukommen. Schwertkampf kann man auch so viel trainieren, ey. Axtkampf, Stabkampf. Alchemie will ich lernen, Schmieden will ich lernen, Erzschürfen will ich lernen. Tiere ausweiden. Dann kriegt man bestimmt mehr Felle. Stelle ich mir aber langweilig vor. Hier Runenmagie, das ist alles Magie, würde ich sagen. Brauche ich gar nicht. Schlösser öffnen will ich lernen. Taschendiebstahl. Kann eigentlich nützlich sein, aber eigentlich... Ja, ich könnte diese... Ich könnte wahrscheinlich diese Goldschalen und so stehlen, ne? Ja, weiß ich nicht. Im Moment würde ich sagen, sind andere Sachen noch wichtiger, weil ich ja noch nicht... Ich habe ja keine Lernpunkte so wirklich. Ach, das ist das Lagerhaus gewesen. Da muss ich auch noch rein. Muss ich irgendwie reinschleichen. Sergio. So, Romanov, ich komme. Du kannst jetzt auch den Schlüssel haben, wenn du willst. Ich brauche den nicht mehr. Da war eigentlich gar nichts drin, ne? Da war so eine Karte drin, aber irgendwie... Eriksen hatte diesen Schlüssel hier bei sich. Offensichtlich gehört der Kapitän Gregorius. Ah, Eriksen, dieser Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen. Den hat er doch bestimmt einem der Freudenmädchen abgenommen. Ah, das sieht ihm ähnlich, diesem elenden Mistkerl. Wenn ich den erwische. Was macht ein Freudenmädchen mit Stahlbarts Schlüssel? Stahlbarts Schlüssel. Ein Kerl wie Stahlbart hat überall seine Mädchen. Ich wusste, dass eins in Sonjas Bordell arbeitet. Eriksen sollte nach dem Mädchen suchen und durch sie etwas über Stahlbart herausfinden. Und was macht dieser Mistkerl? Lässt sich seine Beute abnehmen. Na schön. Gut, dass du zu mir damit gekommen bist, mein Junge. Ich sage dir jetzt, was du für mich tun wirst. Oh, ne. Du gehst und findest Stahlbarts Baracke. Der Schlüssel wird dir wahrscheinlich die Tür dazu öffnen. Durchsuche die Baracke und komm wieder, wenn du etwas Interessantes gefunden hast. Verstanden? Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du nicht?
Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Okay. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Oh. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Okay, er ist im Auftrag von Don Esteban. Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute. Fette Beute! Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen diese stickige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür Lagerhaus. Lassen. Was meinst du? Komme ich doch gar nicht rein. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Gut. Ich gebe dem das Schriftstück noch nicht, weil ich will erstmal mit Betty reden. Weil ich mag Betty lieber als diesen komischen alten Kauz. Könnt ihr wahrscheinlich verstehen. Und die Piratenbraut ist schon richtig lustig. Okay, er meint im Lager... Oberste... Oh mein Gott. Ich komme ja eh nicht ins Lagerhaus, ne? Da sind die Treppen, genau. Ich müsste also an dem vorbei sneaken. Und dann da halt hoch. Kann man hier rein? Von hier irgendwie hoch? Kann man von hier irgendwo hoch? Tatsächlich, da kann man hoch. Raus! Weg mit dir! Okay, ich wollte nur mal gucken. So. Dann reden wir jetzt mal mit Betty. Mit Betty! Wegen deines Vaters. Okay. Das ist viel. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Oh, ich helfe dir lieber. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Was? Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Wo ist der Ausgang? Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmützen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Kommt auf an, was die mir erzählt. Und wenn sie mir erzählt, wie ich jetzt hier rauskomme. Andererseits, Gold kann ich schaden. Aber Gold kann ich auch noch woanders kriegen. Das wissen vielleicht nicht. Behalt dein Gold. Jetzt erzählst du mir erstmal, was ich wissen will. Na schön. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Also, was willst du wissen? Okay. Was ist denn an dem blöden Zettel so wichtig? Blöder Zettel? Ich kenne einige, die würden dich glatt umbringen, um an diesen blöden Zettel zu kommen. Das ist der nächste Hinweis. Aber was rede ich? Du verstehst das ja sowieso nicht. Nein. Also erklär's mir, Mann. Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf dieser Insel ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier gewesen. So viel weiß ich jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Was passiert mit deiner Kneipe, wenn du weg bist? Die wird mir nicht weglaufen. Und selbst wenn damit irgendwas passiert, kümmere ich mich darum, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Was soll mit der Baracke deines Vaters passieren? Von mir aus kannst du sie benutzen. Toll. Den Schlüssel dafür hast du ja schon. Danke für das Angebot. Ich hoffe, das sagst du nicht nur, damit da mal jemand sauber macht.
Du kannst ja auf der Straße schlafen, wenn dir das lieber ist. Nein, nein, schon gut. Ich nehm's. Ein Haus im Hafen habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe keine Frage. Mein eigenes Haus. Gut. Ist auch besser für dich. Glaub mir. So. Jetzt muss ich nur noch aus dieser verfluchten Stadt herausfinden. Wegen... Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Ja. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied? Jetzt, wo du es weißt. Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Ja, irgendwie hätte mir nichts Dolles gesagt. Du gehörst ich hätte das Gold nehmen sollen. Ja, das stimmt. Wird langsam Zeit, dass wir mal wieder in See stechen. Mir kommt es so vor, als wären wir schon seit Jahren in diesem Nest. Ja, toll. Was willst du, wenn du mir nichts... Okay. Dann gehen wir jetzt zur Baracke und schlafen wenigstens mal eine Runde. Und ich würde sagen, diesmal wache ich in der Nacht auf. Denn ich will ja zu dieser Schatulle. Ich will ja jetzt nachts ein bisschen Rambazamba machen. Mittags bis zum nächsten Abend, bis Mitternacht. So. Es ist dunkel. Gut. Aber irgendwie hat die Patty mir überhaupt nichts gesagt. Scheiße war das, Mann. Toll, der schläft ja gar nicht. Was willst du? Mann, der schläft nicht. Weg mit dir. Ich dachte, der ist so ein bisschen so weg, ne? Die kann ich auch nicht. Oder kann ich? Warte mal. Dafür müsste ich bestimmt schleichen lernen. Ach nee, hier ist gar keine Treppe. Toll. Oh ja. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Das. Dieser verdammte Lukor glaubt wohl, er kann machen, was er will. Stimmt, ja. Offensichtlich. Eines Tages werden wir uns die... Kostenlose Erfahrung nehme ich gern. Oh, scheiße, Mann, ich will hier hoch. Lol. Oh, ich dachte schon. Los. Ich dachte schon, der hat das nicht Typen gesehen. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Kannst du hier hoch? Das geht? Warte. Mann, kletter doch da hoch. Oh, Junge, du bist langweilig, Mann. Dem komme ich auch nicht vorbei. Raus! Weg mit dir! So. Ich renne jetzt einfach mal durch. Weg mit dir! Er hat's nicht gesehen. Okay. Jetzt renne ich hier durch. Nice! Ich bin da angekommen, wo ich will. Was haben wir denn hier Schönes? Gold und Illusion erschaffen.
Ramanovs Truhe, genau. So, Schatulle, Wolfsfell, Knochen. Siehst du, hier ist Wolfsfell. Egal. Was ich hab ich gemacht. Es war mir ja klar, dass ich irgendwo noch ein Wolfsfell finde, aber ich wollte es unbedingt. Ja, hier. Weil es unbedingt fertig habe. Hier habe ich auch nochmal Gold gekriegt. Das habe ich wieder 400 Gold. Und nochmal von vorne. Jawohl. Okay, nice. Kerzenleuchter. Na, nehmen wir an. Wir nehmen alles mit. Jetzt ist halt die Frage, ob ich hier nochmal was holen kann. Oder ob ihr das gleich sieht. Okay, guck mal, ich kann nicht noch weiter klauen. Hier haben wir noch eine Truhe. Das ganze Lagerhaus nehmen wir mit. Und dann ist der Part auch schon wieder fast zu Ende, sehe ich. So, da unten. Guck mal. Hier ist noch was. Oh, nice. Nehmen wir mit. Und hier geht's nicht weiter, okay. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, bin weg. Ja, verschwinde von hier. Oh, Scheiße. Nice. Gut. Glück gehabt. Jetzt gehen wir noch zu den Piraten, bringen ihm die Schatulle, dann ist der Part zu Ende. Oh, ganz dunkel. Ach ja, ich habe übrigens mal gesehen, dass die ganzen Parts alle voll dunkel sind irgendwie. Eigentlich wollte ich mal das ein bisschen heller machen. Oh, ein bisschen heller. Aber für mich, also bei mir ist das Bild normal, aber bei der Aufnahme ist es irgendwie ein bisschen dunkler. Das ist immer ein bisschen... Muss das jetzt ja, sein? Muss jetzt sein. Hier, hast du deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Hm, na gut, dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Okay. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Hm, das ist ja ein Ding. Scheiße, ich wusste es nicht. Ah, gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Ja. Gut, abgemacht. Nehmen wir. Ich fand ein altes Schriftstück in Stahlbarts Baracke. Und? Wo ist es jetzt? Ich habe es Patty gegeben. Was hast du? Hab ich nicht gesagt, du sollst es mir bringen? Naja, ist ja wohl nicht mehr zu ändern. Und? Was hat sie gesagt? Sie meinte, sie hätte jetzt, was sie wollte. Aha. Ja. So ist das also. Ich wette, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird sie die Stadt verlassen. Wart's nur ab. Danke. Aber das nächste Mal tust du das, was Nein. ich dir sage, klar? Mach ich nicht. Lass mich schlafen. So, jetzt habe ich 4 von 4 Don-Dinger. Aber irgendwie ist nichts passiert. Na gut. Dann war es das erstmal für jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.